Flux FM. In digitaler Gesellschaft. Im Mai vergangenen Jahres traten mit der EU-Datenschutz-Grundverordnung neue europaweit einheitliche Regeln zum Schutz personenbezogener Daten in Kraft. Innerhalb von 2 Jahren, also sprich bis zum Mai nächsten Jahres, müssen die Mitgliedstaaten der EU jetzt ihr jeweiliges nationales Datenschutzrecht an die neuen EU-Vorschriften anpassen. In Deutschland soll das geschehen durch ein Gesetz, das der Bundestag am vergangenen Donnerstag verabschiedet hat. Und bei genauerer Betrachtung fällt dann jedoch auf, dass dieses Gesetz vor allem Abweichungen von den EU-Regeln enthält. Interessant. Außerdem findet sich darin auch eine Vorschrift zur Ausweitung der Videoüberwachung. Was es jetzt mit diesen Abweichungen vom EU-Recht und mit der Videoüberwachung auf sich hat, das wollen wir besprechen mit Volker Tripp vom Verein Digitale Gesellschaft. Herzlich willkommen, lieber Volker. Hallo. Volker, vorab zur Erklärung vielleicht, dieses deutsche Datenschutzrecht soll also an diese EU-Datenschutz-Grundverordnung angepasst werden. Warum ist sowas überhaupt nötig? Wie geht das vonstatten? Ja, also eine Verordnung auf EU-Ebene muss man sich vorstellen wie ein europäisches Gesetz. Das heißt, es gilt eigentlich unmittelbar in allen Mitgliedstaaten. Gleichzeitig gibt es eine Regel, die besagt, dass Gesetze auf Ebene der Mitgliedstaaten keine Regelungen wiederholen dürfen, die in einer EU-Verordnung drinstehen. Mhm. Und teilweise geben diese Verordnungen eben auch vor, welche Regeln nicht im deutschen Recht erlassen werden dürfen. Mhm. Bisher hatten wir ein Bundesdatenschutzgesetz. Bisher war es nämlich so, dass wir kein einheitliches, unmittelbar geltendes europäisches Datenschutzrecht hatten. So, und das heißt, jetzt muss also das alte Bundesdatenschutzgesetz aufgehoben werden und auch ganz viele andere Vorschriften, die eben Datenschutz regeln, teilweise im BGB und teilweise in den Polizeigesetzen der Länder und so. Also wir müssen relativ viel aufheben und es gibt in dieser EU-Verordnung auch immer wieder Öffnungsklauseln, also Klauseln, wonach die Mitgliedstaaten kleine Abweichungen von dem machen können, was in der EU-Verordnung drinsteht. So, und genau dazu dient jetzt dieses Gesetz. Es dient dazu, das alte Datenschutzrecht der Bundesrepublik aufzuheben und eben gewisse Abweichungen, die in gewissen Grenzen vorgesehen sind in der EU-Verordnung, jetzt hier einzuführen. Das ist eigentlich so die Idee. Und genau so funktioniert das eben, Aufhebung des alten Rechts und dann so weit möglich Setzung von neuem Recht. Jetzt ist es ja so, dass dieses Gesetz im Vorfeld schon viel Kritik von Experten zumindest erfahren hat und auch die EU-Kommission selbst bereits Bedenken geäußert hat. Warum? Ja, das konzentriert sich so im Kern, im Wesentlichen eigentlich auf 2 Punkte. Zum einen sieht die Verordnung relativ umfangreiche Betroffenenrechte vor. Also diejenigen, die von einer Datenverarbeitung betroffen sind. Also wir alle. Mhm. Ja. So, danach haben wir Rechte auf Auskunft darüber, welche Daten Unternehmen gespeichert haben über uns und welche Daten sie über uns verarbeiten. Wir haben Rechte auf Widerspruch gegen eine Datenverarbeitung. Wir haben Rechte auf Löschung von Daten. Und dieses deutsche Gesetz zur Anpassung an diese europäische Verordnung sieht jetzt bei all diesen betroffenen Rechten Abweichungen vor. Und zwar Abweichungen, die weit über das hinausgehen, was in der EU-Verordnung tatsächlich erlaubt ist. Ja, und daran stört sich eben die Kommission. Zum Zweiten kommt eben noch hinzu, dass diese Vorschrift für die Videoüberwachung da eingeführt werden soll. Auch das dürfte wahrscheinlich europarechtswidrig sein. Und auch daran stört sich die Kommission. Also das sind so die wesentlichen Kritikpunkte. Unterm Strich könnte man sagen, macht die Kommission auch noch geltend, dass sie eben sagt, naja, das Instrument einer Verordnung ist gerade dafür da, dass wir möglichst ein einheitliches Datenschutzrecht in ganz Europa bekommen. Und wenn jetzt Deutschland anfängt, so massiv von dieser Verordnung abzuweichen, dann stellt das diesen Harmonisierungsgedanken eigentlich komplett in Frage. Mhm. Und es ist eben, weil Deutschland auch ein großes und relativ wichtiges Land in der EU ist, hat das natürlich auch eine Strahlkraft über Deutschland hinaus. Und es könnte eben so dazu führen, dass andere Länder sich jetzt auch animiert fühlen. Klar. Ja, zumal Deutschland jetzt relativ schnell eigentlich ist mit der Umsetzung. Dass sie also andere Länder animiert fühlen, genau das Gleiche zu tun. Und dann haben wir wieder diesen alten Flickenteppich, den wir eigentlich vorher schon hatten und der genau mit der Datenschutzgrundverordnung eigentlich beseitigt werden sollte. Du hast gerade schon gesagt, Stichwort Videoüberwachung, da werden wir uns auch gleich nochmal ein bisschen eingehender darüber unterhalten. Aber vorher vielleicht noch, die Bundesregierung ist ja, weil es diese Kritik eben auch schon länger gab, ja jetzt auch schon auf diese Kritik eingegangen, hat also nochmal nachgebessert, nachgefeilt, vor der Verabschiedung des Gesetzes nochmal ein bisschen hier und da ein bisschen rumgeschraubt. Sind denn jetzt wirklich die problematischen Punkte ausgeräumt oder besteht es eben jetzt immer noch?
was du gerade erwähnt hast. Ja, also zum Teil zumindest. Mhm. Ja, also es gibt einige Punkte, die sie nachgebessert hat. Zum Beispiel, es gab Regeln über die sogenannte Zweckbindung bzw. Zweckänderung, wenn gerade öffentliche Stellen, Behörden zum Beispiel, Daten über Personen gespeichert haben, dann sollte es ursprünglich mal erlaubt sein, dass sie eigentlich ohne weiteres den Verwendungszweck nachträglich ändern können. Das hat man jetzt abgestellt und auch bei diesen Abweichungen bei den betroffenen Rechten hat man ein klein wenig nachgesteuert, aber nicht in dem Ausmaß, wie es nötig wäre. Also es gibt immer noch Abweichungen, die vom Europarecht überhaupt nicht abgedeckt sind. Also das heißt, nach wie vor ist eigentlich das, was jetzt auf dem Tisch liegt oder was da verabschiedet worden ist, eigentlich nicht mit dem Europarecht vereinbar. Ja, das ist so ein Projekt, was insbesondere das Innenministerium auch schon länger verfolgt. Also man möchte im Grunde, dass Videoüberwachungstechnik durch Private flächendeckender eingesetzt wird. Und zwar vor allen Dingen, wenn es um großflächige Anlagen geht und auch wenn es um Verkehrsmittel geht. Da sollen in Zukunft mehr Videoüberwachungstechnik zum Einsatz kommen. Dazu muss man wissen, den Einsatz von Videoüberwachungstechnik durch Private beaufsichtigen die Landesdatenschutzbehörden. Und die sind extrem restriktiv, was eben die Erlaubnis angeht von so einer privaten Videoüberwachung. Nenn da mal ein Beispiel. Also zum Beispiel in meinem Garten am Balkon habe ich halt, damit ich sehe, wer von mir immer die Gänseblümchen aus dem Hinterhof pflückt, kann ich eine Kamera anbringen oder in meinem Auto, wenn ich im Stau stehe, kann mir eine Kamera in mein Auto stellen oder was ist damit gemeint jetzt? Na, damit ist vor allen Dingen gemeint, dass wenn ich beispielsweise ein Einkaufszentrum betreibe oder einen großen Parkplatz oder sowas, dass ich da halt Videokameras aufstellen kann. Bisher ist es eben so, dass die Frage, ob ich das darf oder nicht, davon abhängt, ob ich ein berechtigtes Interesse habe. Zum Beispiel, wenn ich sage, in meinem Einkaufszentrum wird sehr häufig eingebrochen oder so. Ich muss irgendwelche Maßnahmen ergreifen, um mich dagegen zu wehren. Da könnte zum Beispiel Videoüberwachung eine Möglichkeit dafür sein. Okay, dann mag das so sein. Aber in anderen Fällen, in denen so eine besondere Gefährdungslage nicht besteht, habe ich eigentlich kein besonderes Interesse daran, die Menschen, die bei mir da ein- und ausgehen, zu filmen. So, und was jetzt vorgesehen ist in dem Gesetz ist, dass im Grunde gesagt wird, bei solchen großflächigen Anlagen und bei Verkehrsmitteln besteht grundsätzlich eigentlich ein berechtigtes Interesse, weil wir hier die Bevölkerung schützen müssen. Mhm. Und zwar schützen wovor? Na, kann man es erraten? Terrorismus natürlich. Ne? Weil natürlich Videokameras unglaublich gut gegen Terrorismus helfen. Also beispielsweise, wenn man sich mal das Geschehen auf dem Weihnachtsmarkt hier in Berlin im Dezember anschaut, da hätten natürlich Videokameras ganz klar diese Terrorfahrt verhindern können. Nicht natürlich. Also mit anderen Worten, also man muss sich ja auch klar machen, Terroristen wollen ja gerade Schrecken verbreiten in der Bevölkerung. Und Videoaufnahmen, man denke mal an den 11. September zum Beispiel, sind so Multiplikatoren des Schreckens. Ja? Mhm. Das heißt, man spielt eigentlich den Terroristen dadurch in die Hände, wenn man sagt, wir möchten jetzt großflächige Anlagen besser überwachen mit mehr Videotechnik. Das heißt, es gibt dann mehr Aufnahmen. Das heißt, wenn irgendwas passiert, dann sieht die Bevölkerung auch sofort, wie so ein Terroranschlag vonstatten geht. Ob das wirklich zur Sicherheit der Bevölkerung beiträgt, das wage ich doch arg zu bezweifeln. Zumal es ja bei Terrorismus, gerade der Art, über die wir jetzt so reden, eigentlich immer um Personen geht, die bereit sind, eigenes Leben zu lassen im Zuge eines solchen Angriffs. Das heißt, die werden sich auch kaum durch den Umstand, dass sie dabei gefilmt werden, von so einem Angriff abschrecken lassen. Klar. Insofern ist es doch sehr, sehr fraglich, was das tatsächlich soll. Und auch da kann man eben, wie gesagt, Bedenken haben, gerade was so die Kompetenz für so eine Regelung angeht, dass das Ganze mit dem Europarecht überhaupt vereinbar ist. Klingt dann aber natürlich jetzt ganz so, als sei diese ganze Reform immer noch nicht abgeschlossen. Das müsste man immer noch mal nachbessern und es seien weitere Schritte notwendig. Ja, das wird auch wohl so sein. Also ich bin mir relativ sicher, dass früher oder später Gerichtsurteile aufschlagen werden, die eben sagen, so geht das eigentlich überhaupt nicht. Nur bis dahin hat man also erstmal vollendete Tatsachen geschaffen. Ne? Und das, ja, finde ich also auch ein sehr, sehr schwieriges, sehr, sehr, sehr schwieriges Vorgehen. Aber das ist halt so der Stil der Gesetzgebung. Man geht eben hin, prügelt so Gesetze einfach gegen jeglichen Widerstand und gegen jegliche Argumente durch und lässt sich dann später von den Gerichten auf das gerade eben noch zulässige Maß zurechtstutzen. Mhm. Und
das ist eigentlich nicht das, was man sich so unter Wahrung und Verteidigung der Grundrechte vorstellen würde. Eben. So nach dem Motto, erstmal abwarten und Tee trinken und erstmal gucken, was die anderen machen und reagieren und dann kann man ja zur Not nochmal nach. Ja, und man muss eben auch noch sagen, gerade bei der Videoüberwachung ist es ja eben auch so, dass die nächsten Pläne eigentlich schon in der Schublade sind oder sogar eigentlich schon ein bisschen weiter. Denn es ist ja das eine, wenn man eben das Geschehen mit Videokameras filmt. Die Frage ist, was passiert da mit diesen Aufnahmen? Typischerweise sitzt ja nicht immer ein Mensch da und schaut sich diese Aufnahmen an und reagiert dann darauf, sondern wo es wohl hingehen wird, oder jedenfalls nach den Vorstellungen des Innenministeriums, ist, dass dann eben Videoaufnahmen auch automatisiert ausgewertet werden können und eben beispielsweise mit automatischer Gesichtserkennung verknüpft werden können. Und auf diese Art und Weise kann man dann eben hintendran auch allerlei andere Analyseprogramme laufen lassen, die eben bewerten, wie verhält sich dieser Mensch da gerade? Stellt er eine Gefahr dar? Plant er irgendwas Böses? Ja, also es sind dann nämlich zum Beispiel an Bahnhöfen, wird das gerade schon getestet mit der automatischen Gesichtserkennung, also hier in Berlin am Bahnhof Südkreuz. Und das soll dann eben zum Beispiel so aussehen, dass das System automatisch Alarm schlägt, wenn es feststellt, dass jemand sich auffällig benimmt. Und auffälliges Benehmen kann zum Beispiel sein, auf dem Boden sitzen. Ja, oder zu lange an einer Stelle rumstehen. Und also mit anderen Worten, Computerprogramme bewerten dann plötzlich, ob ich mich konform verhalte oder nicht und schlagen Alarm, wenn sie zu dem Ergebnis kommen, nein, ist du da nicht und dann werde ich eben von der Polizei überprüft. Ja. Und das ist eben auch so eine Sache, was ich ganz schwierig finde, dass sowas jetzt auch relativ schnell vor Ende der Legislatur eben nochmal durchgeprügelt wird. Also nicht die Gesichtserkennung, das ist jetzt noch nicht Gegenstand dieses Gesetzes, aber eben der Vorschritt dazu sozusagen, dass man die Videoüberwachung ausweitet und dadurch eigentlich eine breitere Diskussion in der Bevölkerung darüber, ob man das eigentlich will oder nicht, komplett verhindert. Gibt, ne? Genau. Ja. Sehr problematisch, diese ganze Gelegenheit oder diese ganze Angelegenheit. Also mehr Informationen zum Thema findet ihr auf alle Fälle auch nochmal auf eurer Seite, Volker, auf der Seite der digitalen Gesellschaft. Ich sag erstmal herzlichen Dank und dann bis nächste Woche. Flux FM in digitaler Gesellschaft.